In diesem Video soll es um den sogenannten senkrechten Wurf gehen. Wie der Name schon sagt, wird dabei ein Körper senkrecht nach oben geworfen. Also hier zum Beispiel, wir werfen eine Kugel hoch, die dann erreicht sie irgendwo einen Hochpunkt und kommt wieder zurück. Bei dieser Situation gibt es so ein paar Fragen, die danach schreien, beantwortet zu werden. Und zwar, wann wird die maximale Höhe erreicht? Was ist diese maximale Höhe? Und wann würde der Ball wieder in unserer Hand landen? Dazu habe ich eine Algodoo-Simulation vorbereitet und das wird gleich den Vorteil haben, dass uns diese Simulation auch entsprechende Graphen liefert. Und danach versuchen wir das, was uns Algodoo dann ausgegeben hat, mathematisch zu reproduzieren und das Ganze soll danach verallgemeinert werden, so dass wir alle Aufgaben, wo ein Körper senkrecht nach oben geworfen wird, gut in den Griff bekommen. Okay, kommen wir also zu der Simulation. Wir haben jetzt hier eine Simulation in Algodoo, die verlinke ich auch in der Beschreibung. Und mache ein kurzes Video dazu, wie man die Dateien auf dem iPad auch öffnet. Das ist vielleicht an dieser Stelle nicht so ganz intuitiv. Okay, wenn man die Datei jetzt geöffnet hat, sehen wir jetzt einmal hier ein Fenster hier. Da werden Graphen gezeichnet, dazu gleich was. Wenn man das Fenster verschiebt, sieht man, dass sich dahinter eine Kugel, ein Kreis befindet. Dieser hat auch eine Startgeschwindigkeit zu erkennen hier an diesem Pfeil. Wenn wir jetzt doppelt draufklicken, kann man unter dem Eintrag Geschwindigkeiten diese Geschwindigkeit auch verändern. Sie steht jetzt hier momentan bei 10 Metern pro Sekunde. Tatsächlich würde ich das gerne in 20 Meter pro Sekunde an dieser Stelle ändern. So, jetzt kommen wir zu dem Eintrag Graph. Kann man sich auch über Doppelklick und hier Graph anzeigen dann einschalten. So, auf die X-Achse in dem Graph kommt die Zeit und auf die Y-Achse kommt die Position in Y-Richtung. Wir wollen also die Höhe in Abhängigkeit von Zeit in den Graphen eintragen. Und wenn wir jetzt hier auf Start klicken, sehen wir, die Kugel hat irgendwo die maximale Höhe erreicht. Und an dieser Stelle nach etwa 4 Sekunden ist unser senkrechter Wurf auch vorbei. Was uns interessiert, ist hier dieser Verlauf hier. Wir sehen, wir starten bei einer Höhe von 0, erreichen dann bei etwas über 20 Metern die maximale Höhe und das nach etwa 2 Sekunden. Und nach etwa 4 Sekunden sind wir wieder an dem Boden angekommen. Gut, kommen wir zu der Modellierung. Wir haben brauchen einen Koordinatenursprung, da bietet es sich an, die Position des Balles zum Wurfbeginn zu nehmen. Der Ball führt gleichzeitig zwei Bewegungen durch, und zwar wir haben einmal eine geradlinige, gleichförmige Bewegung nach oben. So, diese kann man jetzt mit folgenden Gesetzen beschreiben. Einmal Zeit-Weg. Gesetz, die Startgeschwindigkeit 20 Meter pro Sekunde multipliziert mit der Zeit, SO, weil das die Bewegung nach oben ist. Und hier ein Zeitgeschwindigkeitsgesetz 20 Meter pro Sekunde, eine gleichförmige Bewegung, die Geschwindigkeit ist konstant. Die zweite Bewegung, die von dem Ball durchgeführt wird, ist ein freier Fall. Eine geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung nach unten. So, auch hier gibt es Zeit-, Weg- und Zeitgeschwindigkeitsgesetze. Bei dem Zeit-Weg-Gesetz haben wir hier die altbekannte Formel aus dem freien Fall. Minus 1/2 mal Ortsfaktor multipliziert mit der Zeit zum Quadrat. Und bei der Geschwindigkeit haben wir minus die Fallbeschleunigung multipliziert mit der Zeit. Jedes Mal hier die Minuszeichen, um zu verdeutlichen, dass die Bewegung nach unten entgegengesetzt zu der Bewegung nach oben ist. So, wenn wir das jetzt haben, können wir das Ganze zusammenfassen zu einer Bewegung und beide Bewegungen, die gleichzeitig stattfinden,
durch das Aufsummieren dieser Vorschriften erhalten. Und zwar haben wir einmal ein Zeitweggesetz insgesamt. Da muss man einfach SO von T und SU von T miteinander addieren. Und dann bekommen wir hier das hier. Und analog dazu machen wir das gleiche für die Geschwindigkeit zur Zeit T. Addieren einfach diese Terme hier und erhalten eine Beschreibung der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von t. So, wenn wir diese Funktionen nun haben, können wir auch berechnen, wann wir die maximale Höhe erreicht haben. Die maximale Höhe haben wir dann erreicht, wenn unser Ball an dem, ja, nennen wir das Scheitelpunkt, eine Geschwindigkeit von 0 erreicht hat. Da wird die Geschwindigkeit den Vorzeichen umkehren und der Ball bewegt sich dann nach unten. Also der höchste Punkt ist da, wo die Geschwindigkeit gleich 0 ist. Wir nehmen also diese Funktion hier, setzen sie gleich 0. Durch eine Äquivalenzumformung kommen wir auf eine Zeit von etwa 2,04 Sekunden. Das ist auch das, was wir in den Graphen in der Simulation etwa gesehen haben. Wenn wir jetzt wissen wollen, welche Höhe wir erreicht haben, nehmen wir jetzt auch diese Zeit. Nach dieser Zeit haben wir jetzt die maximale Höhe erreicht. Und die muss nun in die Strecke oder die Position zu Zeit t eingesetzt werden. S von 2,04 Sekunden sind 20,39 Meter. Auch das entspricht ungefähr dem Punkt, den wir in dem Graphen in der Simulation gesehen haben. Wenn wir nun wissen wollen, wann wir wieder auf dem Boden angekommen sind, müssen wir wissen, wann wir wieder eine Position von 0 haben, um diese Position von der Startposition zu unterscheiden. Da gibt es noch eine zusätzliche Bedingung, und zwar die Zeit darf nicht 0 sein, sondern muss auch positiv sein. Nachdem wir den Ball geworfen haben, wann erreichen wir nochmal eine Position von 0 Metern? Und auch das kann man rechnerisch lösen. Wir setzen S von t gleich 0. Und durch eine Äquivalenzumformung, hier haben wir eine quadratische Gleichung, wird es zwei Lösungen geben. Und zwar die eine Lösung t hier mit dem Index 1, t1 gleich 0 Sekunden. Das habe ich hier durchgestrichen, weil das unsere Startposition ist. Diese interessiert uns hier nicht. Und die zweite Zeit von 4,8 Sekunden, das ist die Zeit, nachdem der Ball wieder in unserer Hand gelandet ist. Zumindest wenn wir es schaffen, den Ball mit einer Startgeschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde senkrecht nach oben zu werfen. Und wenn man sich die Zeiten jetzt hier anschaut, ist es tatsächlich kein Zufall, dass die Zeit der Wiederankunft das Doppelte der Zeit für das Erreichen des höchsten Punktes ist. Bevor wir das Ganze verallgemeinern, möchte ich einmal zeigen, dass das, was wir ausgerechnet haben, auch zu den Daten aus der Simulation passt. Wir haben jetzt hier unseren Graphen aus der Simulation und das muss ja dem Graphen unseres Zeitweggesetzes entsprechen, und dafür habe ich das in GeoGebra CAS eingetragen. Unser Zeitweggesetz 20 mal t minus 0,5 mal Ortsfaktor mal t Quadrat, hier der zugehörige Graph. Wenn wir jetzt hier auf den Graphen draufklicken, finden wir auch die Koordinaten des Hochpunktes. Also hier nach etwa 2,04 Sekunden erreichen wir eine Höhe von 20,39 Metern. Und in der Simulation kann man auch irgendwie versuchen, diesen Punkt hier anzuvisieren. Versuche ich mal. So. Also ist jetzt hier an dieser Stelle abzulesen, 2,04 Sekunden und die Position 20,4 Meter. Natürlich gibt es immer bei
solchen Simulationen Rundungsfehler. Man kann ja die Zeit, die da abläuft, nicht in unendlich kleine Schritte unterteilen, aber ich finde es hier hinreichend genau. Okay, kommen wir zu der versprochenen Verallgemeinerung. Senkrechter Wurf. Ein senkrecht nach oben mit der Geschwindigkeit V0 geworfener Körper führt eine Bewegung durch, die sich mittels Zeit-Weg-Gesetz S von t ist gleich V0 mal t, das ist ja die Startgeschwindigkeit, minus 1/2 mal gt². Das ist eine Formel, die wir jetzt aus dem freien Fall kennen und wundert einen auch nicht, wenn man jetzt einen Körper nach oben wirft, dass dieser dann im freien Fall zurückkommt. Und für die Geschwindigkeit gibt es unseren Zeitgeschwindigkeitsgesetz V0, die Startgeschwindigkeit minus g mal t, auch das hier die Geschwindigkeit, die bei freien Fall, da wäre auch das dürfte uns an dieser Stelle nicht wundern, beschreiben lässt, Punkt. Und der Satz ist zu Ende. So, diese Bewegung wird in der Physik senkrechter Wurf genannt.